Okay, weiter geht's. Und zwar haben wir irgendwie ein Problem. Und zwar gehen uns langsam die Tiere ein, weil die alle verhungern. Das Problem ist, sie haben zwar hier Nahrung, wir haben aber leider nur Fleisch. Und das bedeutet, dass wir nur Fleischfresser ernähren können. Und das sind im Grunde genommen der Wolf, den wir haben, und der Bär. Normalerweise ist es umgekehrt, aber diesmal ist es jetzt so. Darum haben wir hier alle Tiere. In den Kühlraum bestellen wir jetzt und da müssen wir die dann leider notschlachten, bevor die uns alle so oder so sowieso eingehen. Gut. Dann schauen wir mal. Hier die Boomratte lassen wir leben, weil wenn wir die umbringen, dann explodiert sie. Beziehungsweise Notschlachten. Umbringen klingt so. So, die alle. Zack. Zack, zack. Ach, volle Kanne. Ah. Tut uns ja leid, aber was soll's. Hilft ja. Ah, Rentier Q2. Versuchen wir mal am Leben zu lassen. Und den Grizzlybär auch. Okay. Ist das hier auch eine Rentierkuh? Okay, aber die ist. So, was jetzt noch ist, überall ist dreckig, so ein bisschen. Das heißt, wir müssen mal dafür sorgen, dass hier aufgeräumt wird. Darum stellen wir, also eine Person wird nicht reichen auf Reinigen. So, Bench, Bettruhe, Hilfsarbeit. Das machen wir alles aus. Und stellen den auf Putzen. Genauso wie Jefim. Und sagen wir mal, Ratte darf nicht. Okay, Ratte kann nicht. Nussi als Gärtner braucht er momentan sowieso nichts. Machen wir die mal. So. So, die sollen mal alles sauber machen. Und hier können wir mal noch mal eine Lagerzone für Steine reinbauen, damit wir die so, damit wir die gleich hier haben, wenn wir neue herstellen wollen. Und zwar nicht den Metallschrott, nur den Dingsschrott. Okay. So, hoffen wir mal, das funktioniert hier. Ist hier überhaupt jemand für Tierpflege zuständig? Nein. Stellen wir die alle mal auf. Nicht die nur sauber machen, die nicht. Ratte ist ein Zähmer. Warum macht der das dann nicht? Ja, tot, tot, Truthahn. Okay, Rentier Q1. Das Rentier Q2. Ah! Kerstin bringt die ganzen Tiere um. Schön, dass einer Spaß dran hat. So, gleich wieder viel übersichtlicher hier. Psychische Beruhigung.
deine weiblichen Kolonisten lächeln zufrieden. Eine weit entfernte Maschine des Glücks rührt sich. Sie projiziert über einen Orbitalverstärker ein psychisches Brummen an diesen Ort auf einer Frequenz, die scheinbar nur das weibliche Geschlecht umfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich die nächsten Tage deutlich verbessern. Sehr schön. So, was wir aber auf jeden Fall brauchen, ist, wenn wir dann irgendwann mal wieder Tiere haben wollen. Wir brauchen hier... nee, das nicht. Wir brauchen hier einen Raum, wo wir Hydroponik machen. So. Und damit uns das alles nicht einstürzt, bauen wir hier eine Wand hin. Eine Tür dazu. Ja, hungernde Kolonisten. Jetzt brauchen wir Koch. Jetzt, wo hier langsam alles... Irgendwann wird die schon wieder aufstehen, die Naomi. Das ist ein Küken, okay. Sonnenfinsternis, aber kann uns egal sein. Wir haben Strom. Allerdings kann es nicht schaden, hier noch so ein Dingsy mehr hinzusetzen. So. Bauen wir hier nochmal so einen Hufeisenstab hin, damit die Laufrausch. Markus wird die nächsten 8 Tage schneller laufen. Okay. So, brauchen eine zweite Kochküche. Küchenkoch, Kochküche. Möbel, glattes Leder. Und warum steht hier eigentlich noch kein Sessel? So. Wer ist eigentlich gerade mit Forschen beschäftigt? Ratte. Achso, Ratte ist auch auf Bergbau und Waldarbeit. Darum wird nicht so viel geforscht hier. Okay. Können wir die nicht mal langsam reintragen hier? Wäre das nicht eine Idee? Achso, der kann nicht tragen. Mörser, okay, Forschungsmenü. Jetzt können wir Mörser bauen. Okay, Energieschilde. Mikroelektronik, Hightech, Labortisch haben wir. Komplexe Kleidung. Mikroelektronik. Haben wir komplexe Kleidung schon? Komplexe Kleidung, ja. Fangen wir mal an mit Plattenrüstung, das geht schneller. Und da wissen wir, dass wir die herstellen können.
Okay, Nuno zerlegt Tiere mit medizinischer Präzision, während Carsten daraus leckere Mahlzeiten bereitet. Sehr schön. So, wollen wir mal. Erstmal, das hat hier alles keinen Sinn, dass hier das Fleisch liegt, wenn das Ding noch nicht mal ans Stromnetz angeschlossen ist. So, alles löschen. Und zwar möchten wir hier Fleisch. Und zwar erstmal nur das Insektenfleisch, weil das will eh keiner essen. So. Dann kopieren wir das und fügen das überall ein. So. Ja, siehst du, jetzt verdirbt das nämlich schon hier. Ah! So, warte mal. Wenn ihr nicht reinigen müsst, dann dürft ihr mal bauen. So. Feuer! Ach so, weil eine Boomerlob Bench brennt. Okay. Warum löschst du dich nicht, Bench? Meine Fresse. Roll dich im Schnee! Scheiße, Sonneneruption. Das ist eher ungünstig. Also, da kann dir jetzt echt keiner helfen, Bench. Warum brennst du immer noch? Giftiger Niederschlag. Ein weit entferntes chemisches Feuer hat eine Giftwolke über der ganzen Region freigesetzt. Jedes Lebewesen, das kein Dach über dem Kopf hat, erkrankt langsam an dem giftigen Staub, der sich aus der Atmosphäre absetzt. Es könnte in einigen Wochen vorüber sein oder es könnte viele Quadrums. Ach, Scheiße. Es wird ja alles immer besser hier. Kerstin, rette Bench. Und alle anderen. Leute in. Du sollst nicht das essen, du sollst Bench retten. Mann, Mann, Mann. Giftiger Niederschlag. So, Tiere machen wir beides mal auf Leute in. Und die Leute machen wir auch alle auf Leute in. So.
Und dann müssen wir hier mal bei den Möbeln gucken, dass wir überall Fackeln aufbauen. Bis der Strom wieder funktioniert. Ja, Strom funktioniert wieder. Okay. Das können wir dann also alles wieder sparen. Und jetzt müssen wir drin bleiben wegen dem giftigen Niederschlag. Aber vielleicht wird dann hier drin mal irgendwas fertig, wenn die Leute nicht ständig draußen rum scharwenzeln. So. So, jetzt geht's weiter. Wir müssen langsam mal gucken, dass hier innen alles fertig wird. Da können wir diesen giftigen Niederschlag wunderbar für nutzen. Es ist umso besser, dass wir hier diesen Bereich überdacht haben. So, das wird unser Krankenhaus. So, reicht das erstmal an Betten? Ah, toll, wir werden angegriffen. Von der Bringer-Familie. Was läuft? Jetzt läuft die hier aber in diesem giftigen Niederschlag rum. Oh, hier sind auch welche. Okay. Der ist schon tot, sehr gut. Und wir haben Plattenrüstung, super. Forschungsmenü. Biokraftstoff, Löschschaum, Wassergenerator brauchen wir nicht. Schutzrüstung. Sehr gut. Und schon fliehen die alle, oder? Nee, hier kommen noch welche. Die haben noch nicht genug hier. Fuck, alle drei kaputt. Okay. Könnten wir den mal gefangen nehmen hier? Was mit dem eigentlich? Der ist tot. Gut, dann ist ja egal.
Was ist hier los? Okay, ach, die haben alles kaputt gemacht hier. Verdammt. Was ist das denn? Ach so, das ist eine Maske. Okay. Meisterwerk. Markus hat ein Bett aus Holz meisterlich hergestellt. So. Aber keine Kunst. Nicht legendär genug oder so. Keine Ahnung. So. So, Böden. Fliese aus Stahl. Gucken, was hat der hier? Sozial, Kannibale, Nachteule, Transhumanist. Das heißt, den lassen wir frei, wenn der Kannibalen brauchen wir nicht. Was ist mit dem Transhumanist? Freundlich, geistige Arbeit. Der verweigert so gut wie alles hier. Er könnte aber immerhin noch tragen. Was ist mit Chi? Einfache Arbeit und sauber machen will er nicht. Er ist Nudist und misogyn. Ist ein Chefkoch. So, das sollte seine Stimmung heben, dass er jetzt nichts mehr anhat. Ich meine, er hätte auch vorher was ausziehen können, aber keine Ahnung. Also, misogyner Chefkoch. Koch ist Koch. Koch können wir gebrauchen. So. Na, wie geht's, Bench? Immer noch ein bisschen verbrannt. Okay. So, was ist hier? Legendäres Doppelbett aus Kalkstein können wir kriegen, wenn wir in die Nähe gehen und die aufsammeln, aber das können wir jetzt gerade nicht, weil wegen des, ja, wegen des Niederschlags des Giftigen. Hier doch nicht, nee, Quatsch. Wir wollen das Lager hier vergrößern, weil es ist fast voll. Hier vielleicht noch ein Stück ranbauen. So. Das scheint doch alles ganz gut zu funktionieren hier. Müssen mal gucken, dass wir hier vielleicht zwei, drei Pfeiler übrig lassen, damit uns das nicht um die Ohren fliegt hier. So, der Kannibale hat das Gebiet verlassen, sehr gut.
Hier ist immer noch kein Licht, wa? Licht gehört hier rein. So, hier müssen wir dann auch bald mal wieder Mini-Geschütze hinbauen. So, nur für den Fall, dass da jemand einbricht. Hier auch. So. Lagerzone. Können wir hier nicht noch so ein paar Abfallzonen hinbauen? Da können wir dann hier die Steine hinlagern. Da müssen die nicht drin liegen. Wie wäre das? Weil momentan kommen die ja nicht an den, an die Lagerzone ran, die draußen ist. So. Verrückte Ratte. Verrückte Ratte. Warte mal, Bench braucht eine Waffe wieder, ne? Wo hat er die noch liegen lassen? Hier irgendwo. Nehmen wir mal das Sturmgewehr. Bench kriegt das Sturmgewehr. Genau, Lemon. Mach die Ratte tot. Super, dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder durch hier. Dann geht es beim nächsten Mal weiter, wenn hoffentlich...
diesmal nichts Schlimmes passiert. Und wir unsere. Alles wird dunkel. Und wir unsere Energie und alles hier ein bisschen ausbauen können und Zeug. Und dann, ja, like das Video und subscribed und schreibt einen Kommentar und weiß nicht, erzählt euren Freunden von diesem Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Stadtfilmabend. Tschüss.